Vor langer Zeit hat in der Gegend der drei Seen ein schönes junges Mädchen gelebt. Man hat ihr das schöne Minkeli gesagt. Sie hat allen jungen Burschen den Kopf verdreht. Aber ihre Liebe hat nie lang gehabt. Ihr Herz war nämlich wie ein Schmetterling. Sie hat sich ein paar Wochen oder Monate von einem Burschen an den Hof machen und als er dann gemeint hat, er habe sie endlich erobert, ist ihre Liebe im Nu einem anderen zugeflogen. Und so hat das Spiel immer wieder von vorne angefangen. Eines Tages hat sich aber doch ein junger Bursch ein Herz gefasst. Willst du mich heiraten? Ja! Aber das ist schon so manchem gesagt. Nein, Hans! Ich sage es aber jetzt dir. Nur noch dir. Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist. Nur noch du sollst es sein. Und wenn ich das breche, dann soll der Teufel selber mich holen an meinem Hochzeitstag. Wirklich. Aber das Minkeli hat seinen Schwur vergessen und ist 3 Jahre später mit einem anderen vor dem Altar gestanden. Es war ein schönes Fest. Doch plötzlich ist ein fremder Wanderer in die Gaststube gekommen und hat die Braut zum Tanz aufgefordert. Das Minkeli hat sich nicht lange bitten. Die Musik hat aufgespielt und die beiden haben sich angefangen zu drehen. Zuerst langsam und dann immer schneller. Am Minkeli ist es plötzlich unheimlich geworden. Aber der Fremde hat sie mit eisigem Griff festgehabt und plötzlich hat sie gemerkt, mit wem sie ihren Hochzeitstanz macht. Die beiden haben sich wie wild im Kreis gedreht und sind plötzlich verschwunden. Der Teufel hat das Minkeli aber in die Teufel genommen, genauso wie sie geschworen hat. In unserer zweiten Geschichte geht es zwar auch geheimnisvoll, aber ein bisschen lustiger zu und her. Vor vielen Jahren hat im Freiburger Land eine alte Frau mit ihren 2 Töchtern gelebt. Ist gut. Man hat die alte Fee auf dem Meer in Freiburg antreffen, wo sie dutzendweise Eier teuer verkauft hat. Das ist zwei jungen Burschen verdächtig vorgekommen. Schliesslich hat die alte Frau auf ihrem Hof nur ein einziges mageres Huhn gehabt. Eines Tages hat einer von diesen 2 seinen ganzen Mut zusammengenommen und hat die Alte und ihre Töchter durch das Küchenfenster beobachtet. Gar Gespässiges hat er dort gesehen. Er hat den geheimnisvollen Trank selber probieren.
ganz leiseli hat er sich ins Haus vor alten Frau geschlichen. Auf dem Heimweg hat sie seinen Magen plötzlich so derartig an Rumoren und Rumpeln, dass sie gemeint hat, er müsse sterben. Auch in der Nacht hat er vor lauter Bauchweh keine Ruhe gefunden. Am nächsten Morgen hat er zwar keine Bauchweh mehr gehabt, aber dafür das Bett und seine Kammer voller Eier. Die Alte war nämlich eine Hexe. Jetzt hat er gewusst, wie die Alte immer zu ihren vielen Eiern kommt. Als er seine Geschichte darauf aber bereits seinem Kollegen erzählt hat, hat es den fast verputzt vor Lachen. Was, jetzt tu nicht so. Und das ist... Das ist nicht... Das muss man dem ganzen Dorf erzählen. Noch lange hat man im Dorf über den neugierigen Bursch gelacht. Und Eier hat er nie mehr gegessen.